Hallo ihr Lieben, für die Challenge diese Woche möchte ich, dass ihr ein Banner gestaltet und da etwas reinschreibt. Und ich zeige euch jetzt zwei verschiedene Banner. Als allererstes das einfachste Banner. Ihr könnt ganz einfach ein gerades Banner gestalten, indem ihr eine gerade Linie zieht, parallel dazu noch eine Linie. Dann schließen wir diese hier und dann haben wir unser Banner, den Teil, der vorne ist. Dann haben wir zwei Seiten, rechts und links. Die malen wir ein Stückchen weiter unten, so vielleicht ungefähr auf der Hälfte und beide gleich lang auf jeder Seite. So, und hierzu muss natürlich dann auch wieder diese Breite von dem Banner hier vorne auch hier sein. Wir müssen aber, um nach hinten zu kommen bei diesem Banner, müssen wir jetzt hier eine kleine schräge Linie auf beiden Seiten malen. Und die hilft uns, dass wir dann jetzt auch hier wieder nach draußen gehen können. So, wir müssen halt ungefähr darauf achten, dass diese Breite dieser Breite hier vorne auch entspricht. Dann können wir hier einen Punkt setzen in der Mitte und das nach außen verbinden. Hier setzen wir auch einen Punkt und ziehen die Linien in die Ecken. Und das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist, dass wir hier nach oben gehen. So, das wäre ein gerades Banner. Wenn wir unser Banner etwas geschwungen haben wollen und auch symmetrisch, dann ist meine obere Linie nicht wie hier gerade, sondern leicht gebogen. Und dann male ich noch eine gebogene Linie parallel zu der oberen und schließe diese Seiten. Diese Linien an der Seite, die sind jetzt ein bisschen schräg. Die sind nicht schnurstracks gerade wie hier, sondern ein bisschen schräg. So, jetzt kann ich aber auch nicht so eckig und kantig nach hinten gehen wie hier oben, sondern ich gehe in einer S-Kurve zur Seite und mache das hier spiegelverkehrt in diese Richtung. Jetzt versuche ich wieder, diese Breite hier wieder zu zeigen. So, einmal und noch einmal. Ich male wieder hier einen Punkt in die Mitte und kann so mein V hier nach außen zeichnen. Und schließe auch hier diese Linien. Und fertig. Und jetzt kann ich hier drin irgendeinen Namen schreiben. Oder ich kann auch Mama. Ich schreibe jetzt mal einfach Mama, weil morgen ja Muttertag ist. So, das ist jetzt nicht perfekt mittig. Aber am besten schreibt ihr das sowieso erstmal mit Bleistift vor. Und zieht es dann mit eurem Stift, eurem farbigen, dunklen Stift nach. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen, damit ihr zu Hause auch ein paar Banner gestalten könnt. Und ich freue mich, wenn ihr eure Banner dann postet. Wenn ihr gern sehen möchtet, wie ich auch ein paar Blumen in dem Banner mit einbinde, dann könnt ihr auch gerne auf meinem Etsy-Post von heute gucken. Da habe ich etwas im Hyperlapse, also im Schnelldurchgang, gezeigt, wie ich da auch Blumen mit reinbringe. Also dann viel Spaß beim Gestalten!